Muss hübsch genug sein. Nein, mit mir, nicht bei dir, bist du immer hübsch. Danke. Ja, herzlich willkommen zu Camp und Grill, unserem kleinen Camp und Grill Kanal auf YouTube. Jetzt hocken wir schon wieder im Wohnmobil. Ja. Wir sind immer noch nicht losgefahren, aber große Sachen kündigen sich an. Heute ist nämlich mein Backerl, guck mal, auf das ich schon so lange warte. Wo ist denn das Backerl? Das Geburtstagsbackerl. Geburtstagsbackerl. Ich habe nämlich bald Geburtstag, aber da rede ich happy nicht drüber. Happy birthday to you. Und dieses Geburtstagsbackerl ist zum einen ganz liebevoll eingepackt. Ich durfte es nicht einpacken. Nein, weil das kommt aus Australien. Da haben wir hier die Zollpapiere. Spargel, Zoll. Wir haben 38,16 € Zoll bezahlt. Bar. Beim Briefträger? Nee, bei der Backelpost. Das nehmen wir Zettel schon mal. Bar unpassend, das war das Problem. Tax Invoice, da ist sogar Rechnung dabei. Da guckst du. In australischen Dollars. Wie lange hat das jetzt gedauert? 2 Wochen ungefähr, oder? Ja, knappe 2 Wochen. Und jetzt werden wir erstmal zeigen, was drin ist. Und dann sagen, warum wir das haben. Ja. Also pass auf, ich schneide mal auf. Das ist ein spezielles Schweizer Backelöffnungsgerät. So, jetzt haben wir also was in Australien bestellt, was wir unbedingt brauchen fürs Wohnmobil. Guck mal, da haben wir ja nicht mehr, oder? Ja, aber es musste unbedingt sein. Ja, gesehen in einem Video, aber das erkläre ich jetzt, was ich mache jetzt da mal auf und gehe das auf. Fragile steht drauf. So, der Toll hat es doch auch aufgekriegt. Ja, und die haben es dann wieder zugemacht. Gründlicher wahrscheinlich als jemals zuvor. Ja, das ist zollamtlich geöffnet. Sag mal, wir melden uns gleich wieder. Haben wir schon? Ja, ja. Da muss es nicht fahren. Da muss es nicht fahren. Oh, da ist es. Ich muss es hochzeigen. So hindrehen. Schaut mal, da ist es. Mit Zeitungspapier verpackt. Liebevoll. Und das ist das australische Teil. Sekunde. Ja. Von wann? 1400. 1400. Also. Jetzt. Oh, das. Das Hardware drin. Von January 26. Da war die Welt noch in Ordnung. Ja. So. Tada. Wie geil. Nee, schon gell? Ja. Also. Jetzt müssen wir es erst noch zeigen. Oder hast du schon hier gezeigt? Ne? Und da ist sie. Da ist sie. In all ihrer Schönheit. Schau, wie das da glänzt. Oh, wie das noch schön glänzt. Ja? Jetzt hat sie euch, was ist das? Ich finde es ja großartig, dass es so liebevoll verpackt ist. Ich sag euch, was das ist. Das ist ein Atomic Coffee Maker. Aus dem Jahr 1947 stammt das Design. Also die ist in Italien gemacht worden. Nett. Stell dir mal drauf. Und komischerweise wurde die in Australien zum großen Hit. Also das Originaldesign stammt aus dem Jahr 1947, ist in Italien gemacht worden und nach Australien. In Australien wurde es ein Hit. Genau. Und in Australien die Originale. Die Atomic Coffee Machines werden dazu unglaublichen Preisen gehandelt. Und das Ganze heißt Atomic, weil das so aus diesem. Weil das so. Aus diesem. Da schau her. Heißt, guck mal. Ja, genau, da schau her, wie gesagt, da schau her. Ja, aber keiner hat es gesehen, wenn das neben der Kamera ist. Da schau her. Single. Und Dübel. Doppelsiebträger. Und ein Deckel. Ja, damit es halt nicht rumsaut.
Ja, weil wie der Deckel drauf ist, läuft sie nicht durch. Ja, oder zum Draufstellen. Also, und jetzt haben wir uns ein Video angeschaut, weil wir wie viele andere auch zu Corona-Zeiten ein bisschen in der Mobilität eingeschränkt waren. Wir haben Marktforschung betrieben. Genau. Und da haben wir ein Video gesehen, das verlinke ich euch da oben einmal. Da. Und so rum, da kommt es her. Da kommt es. Bei mir. Wurscht, also irgendwo kommt es. Und da ging es um einen ausgebauten Lieferwagen, so einen Kastenwagen von einer älteren Dame, gell? Also um die 60. Ja. und die hat also erstmal ihren tollen Wagen gezeigt. Und dann hat sie halt ein Hirsti Atomic und hat da schnell auf die Kaffeemaschine gedeutet, wir sofort Pause gedrückt. Wir haben vorher schon die Kaffeemaschine gesehen, genau. Auf dem Herd. Und haben sie gesagt, boah, was ist denn das für eine geile Kaffeemaschine? Ja. Und dann braucht man. Und nachdem Peter ja Geburtstag hat, der Bäder. Der Bäder, Geburtstag. War das jetzt das ideale Geschenk? Genau. Aber da darf nur ich damit irgendwie Kaffee trinken. Ich habe jetzt endlich frei und muss nicht mehr Kaffee kochen. und ja, jetzt nehmen wir mal den Karton. Da haben wir doppelt gewonnen mit dem Geschenk. Und jetzt tue ich diese Maschine zusammenschrauben hier. Und dann? Das werde ich nochmal abspülen müssen. Ja, ja, aber dann zeigen wir es erst mal. In voller Pracht. Soll ich das übersetzen? Na, andersrum, du musst wahrscheinlich den. Jetzt haben wir es. Der Schnüffel ist für den vollgesäppelten. Oder das hier, wenn du den abmachst? Ja. Aber jetzt müssen wir mal die Kamera umdrehen und jetzt müssen wir uns das mal anschauen. Wir drehen die Kamera um. Also, wir versuchen warte, das mal wieder. Das geht aber nur, wenn man ausschaltet. Wir schalten nicht mehr aus. Also, so schaut die aus. Und warum heißt die Atomic Coffee Machine? Weil die so aus dem Atomzeitalter stammt, wo alles so rundlich war und wie auch immer und sehr futuristisch. Also die hat hier unten einen Behälter, wo der Kaffee reinkommt. Also quasi die Kaffeekanne. Dann gibt es hier einen Siebträger. Hier an der Seite hat die tatsächlich auch einen Milchschäumer. Und da hinten dreht man auf. Und da füllt man den Kaffee rein. Nein, das Wasser. Das Wasser, das dann da nach unten reingeht. Wahnsinn, oder? Hightech. Meine Hände mal ein bisschen einschmieren. Ich kriege mit links nicht einmal eine Schraube zu. Wir werden da die auch mit rechts geht die nicht zu. Ich bin ja sowieso mal gut im Schrauben. Und hier oben kann man sehen, das ist eine La Sorrentina. Und das ist ein wunderschöner Nachbau. Gell? Also die ist genauso wie die echte. Und einfach schön, oder? Sprossel. Sehr schön. Sollen wir es mal nochmal drehen? Ja. Ich glaube, du brauchst jetzt dringend einen Kaffee, oder? Meistische. Du hast auch gar nichts gesagt dazu, was sie kostet. Sushi. Was hat sie gekostet? Weiß ich gar nicht mehr, steht da drauf. Australische Dollar. Also, in Dingsbums, wie heißt unsere Währung? Ja, es ist 440 also, ja, praktisch 440 australische Dollar. Und zwar kostet die. Das sind umgerechnet 218,04 Euro zum Zeitpunkt, als sie den Zoll berechnet haben. Und plus. Der hat dann nochmal plus Versand, der Versand, also die kostet irgendwie 220-230 Euro, bestellt in Australien, kann ich dann mal das ist ja schon verlinken, Wahnsinn. Wo, und der Versand selber hat vorhin nochmal, ja, der hat 65 Dollar gekostet, also genau, die Maschine also 375 40 Dollar. Euro, also irgendwie, was habe ich bezahlt, 280 Euro inklusive Versand. Ja.
Original Atomic Machines sind nicht mehr zu kriegen. Und also ich habe mich dann sehr viel erkundigt. Und ja, also in den Foren so sagen die alle, dass das ein super tolles Teil ist. Man kann es auch am River nehmen. Haben wir uns ein Video angeschaut. Ihr müsst mal schauen nach Videos Atomic Coffee Makers. Da ist einer, der hockt in Australien am Strand und sagt, der wäre am River. Haben wir bis heute nicht rausgekriegt, wer der River ist, aber der hat dann auch Kaffee damit gemacht. So, die Kaffeemaschine ist nämlich nicht elektrisch, sondern man füllt das Wasser da oben ein und dann stellt man das Ganze auf eine Hitzequelle, die schafft das Ganze zu verdampfen. Also eigentlich ist es fast wie so ein Percolator. Also, eigentlich ist es fast wie ein Bialetti. Oder wie die Bialetti. Haben wir auch noch eine Sekunde. Also das ist die Bialetti, die glitzekleine. Das ist die für die. Weißt du, wie heißt? Die heißt Venus. Und die Kaffeemaschine heißt? Also, das ist unsere Monster-Bialetti. Unsere sonstige, also, Kaffeemaschine. Unten wird Wasser warm gemacht, Dampf steigt hoch, bei der Bialetti quasi gleich durch den Kaffee und bei der atomischen nach oben und wird dann nach unten gepresst, sozusagen. Mixschaum kann man auch damit machen, da bin ich mal sehr gespannt. Und jetzt brauche ich Kaffee, erst, oder? Ja, dann drehe ich mal das Gas an, oder? Ja, bitte. Gut. Und ich schaue nur dabei die Schneemaschine an. Ganz verliebt. Hä? Das ist natürlich ein Upgrade hier im Wohnmobil. Also ich finde, das ist wirklich ein wunderschönes Teil. Diese Rundungen. Hä? Diese Rundungen und diese Kurven. Ja, gell? Grüß dich. Das ist Gas auf. Dann gehen wir jetzt in Medias Res und machen den ersten Kaffee damit. Haben wir eigentlich eine Milch? Ja, drinnen haben wir auch eine Milch. Und dann holen wir noch Milch, falls wir noch aufschäumen wollen. Und wir haben hier auch Instructions. Nein. Ui. Hätte mir beinahe weggeschmissen. The Instruction Manual. The Instruction Manual, da schauen wir jetzt so schnell rein. Also, da sieht man nochmal, dass das Design von 1947 ist. Und Giordano Robbiati, der es gemacht hat. Entworfen, designt. Was ist das hier? Warte mal, ist das dieselbe? Ja. Der Steam Nozzle, Steam Tube. Also, first rinse out the unit with water inside the machine. This was what I wanted. Ah, das muss man einbrennen. Ja, also, rinse out the unit with water, also ausspülen. Never put soap or detergent inside the machine. Dann kein Spüli in die Maschine. Soll man den Boiler sterilisieren, indem man mit dem Coffee Jug die Maschine mit heißem Wasser füllen, until it reaches the bottom of the water hole. Also bis es heißes Wasser. Dann müssen wir jetzt erstmal vorarbeiten. Put the machine on a high heat on your gas electric stovetop. Also, Gasmarsch, oder? Gasmarsch. Hot Water brauchen wir. Wir könnten ja die schon mal rüberstellen. Darfst du das auch noch mehr? Vorübergehend, oder? Oh, die fliegt mit. Oh, schau, so schön. Ja. Aber so ist ungeschickt. Ja, genau. Wenn man das mal suchen. Oh. Jetzt habt ihr gleich einmal so einen Größenvergleich. Okay. Wie groß ist jetzt die? Mei. Haben wir mal ein Heftal oder sowas? Ein Blatt Papier? Ein Papier? Das ist ungefähr. Das ist halt so ein altes Rieselheft, gell? Also, das ist ungefähr so groß wie ein altes Rieselheft. Ja. Und das Rieselheft ist größer als DIN A4. Ja, so ungefähr ja. DIN A4. Ja, es ist so groß wie ein altes Rätselheft, oder? Ja, mei. Kennst du das Maß altes Rätselheftchen? Ein altes bayerisches Maß Rätselheft. Also als erstes
kaltes Wasser in den Jug. Nein, das macht das Wasser gut. Ja, Wahnsinn. Hast du schon erzählt, was war mit der Pumpe? Nein, das erzähle ich am anderen Video. So, also dann kommt es da in dieses. Jetzt ist genau die Kanne da. Genau da rein. Weil hier der Schnabel von dem Dingens passt da genau rein. So. Ja, das ist ja doch Atomwissenschaft. Aha. Damit wir jetzt hier nicht alles vollkleckern, gell? Ja, guck genau. Mal. Beim zweiten Mal geht schon besser als beim ersten Mal. Dann shake it, baby. Und dann nehmen wir es wieder raus. So. Cool. Und jetzt, wie sieht der vor, wie es weitergeht? So, jetzt kommt heißes Wasser rein. Dass das wieder schön da rein. Ja. So? Ja. Sehr schön. Das ist kurz und das Loch. Da geht deutlich mehr rein. Das war glaubt. Jetzt sind wir also bis kurz unter dem Loch. Mit dem Wasser. Ich habe auch gar nicht so viel daneben gepritschelt. Jetzt musst du den schwarzen Bömpfel tightly reinmachen. Aber wird schon warm hier oben, also war schon gut warm das Wasser. Coffee Handle, Filter, Basket und Coffee Jug müssen in place sein. Coffee Handle? Ja, ist drin. Ja. Der Coffee Jug. Ja. Ist auch drin. So, und jetzt Feuermarsch. So schaut es jetzt aus. Oh, wie schön. Jetzt warten wir quasi, bis das Wasser da oben rauskommt. Und wenn es dann aufgehört hat rauszukommen, schalten wir den wieder aus. Also ihr seht, man kann noch eine halbe Stunde über Kaffeemaschinen reden. Ne? Ach so, wahrscheinlich. Mal nachher, wenn wir den ersten Kaffee mal. Schaut mal. Ich glaube, das ist original aus die 40er Jahre Anleitung, oder? Also, was kann die Maschine machen? Short Black, also Espresso. Latte, Cappuccino, Macchiato. Flat White, Mocha. Long Black Americano, Iced Coffee. Iced Coffee. Ja, erst machst du einen Kaffee, also, lassen kalt werden. Hot Chocolate. Und Coffee Extract for Baking. Also, ja. Ein Traum. Sushi. Ja, jetzt warten wir halt. Gell? Also normal darf man da jetzt wahrscheinlich weniger hinein. Man tut quasi vorher in diese Metalltasse, den Coffee Jug, so viel rein, wie wir dann haben wollen. Ne? Ui, es läuft. Es läuft. So, ich lese einmal noch schnell, wenn du den Zuschauern zeigst, wie es läuft. Aha. Wenn das Wasser nicht mehr reinpurt. Wir sind schon kurz vorm Überlaufen. Habe ich mal die Heat reduced. Kurz vorm Überlaufen? Ja klar, weil es ja mehr Wasser drin, als in dieses Dingens passt. Aha. Pass mal auf, jetzt zeigst du. Es ist jetzt ein bisschen gelblicher, als es vorher war. Das Pferd war nicht gesund. Naja, so schlimm ist es aber dann nicht. Aber ist die Tanja da draußen? Nein. So. Riecht auch noch nach Produktionsrückständen. Ja, jetzt läuft es gleich weiter, oder? Ja, es läuft weiter. Klingt ein bisschen wie so eine Espresso-Maschine, wie so Violette. Ja. Ja, so dasselbe. Also jetzt quasi ausschalten. Ausschalten. Aus.
satt sehen. Kaum sind die niederen Arbeiten vollbracht. Kommt der Chef am Grill. So, jetzt füllen wir mal hier das Wasser nochmal auf. Das wird lange, oder? Und hier hinten rein, wie du uns ja schon gezeigt hast. Mit sehr viel. Ein Tropfen daneben kann. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Du meinst den. Ich kann ihn nicht, bevor sie leer ist. Komm, Profi, meine Maschine. Mega. Man weiß ja, wer sich in Zukunft immer entspannt zurücklehnt. So, dann. Schatz, ich hätte gerne einen Kaffee aus deiner Kaffeemaschine. Schwarze. Vor dir? Schraube. Die schrauben wir dann drauf. Gut fest. Ja. Dann holen wir hier unseren. Das geht ja da rein. Das ist ja, also, warte mal. Dann kannst du die praktisch da hinstellen, gell? Mhm. Und in Ruhe füllen. Ja, ich kenne mich. Bei mir geht bei jedem zweiten Löffel garantiert was daneben. Nein, Löffel nicht daneben. Zwei Löffel nicht daneben. Du weißt schon, wer in Zukunft Kaffee macht. Drei Löffel, ein bisschen was daneben. Könntest auch du machen. Da, drück mir ein bisschen an, da müssen wir uns einen Kaffeestempel kaufen, oder? Wir müssen mal suchen, es könnte sogar sein, dass wir irgendwo in den Breiten. In den Breiten? Vielleicht kannst du es sogar mit dem Deckel, aber der ist zu groß, gell? Das ist stillos. So, dann haben wir es ein bisschen festgedrückt. Genau, das muss da weg. Und dann? Na, jawohl. Festmachen. Behälter drunter. Soll ich da mal? Ja, ich nehme den mal lieber. Also, die sagen, man soll das auf mittlerer Hitze machen. Was machen wir jetzt? Jetzt stellen wir das rüber. Jetzt haben wir dasselbe wie vorher, nur sollte jetzt eigentlich Kaffee rauskommen. Das wäre schon schön, gell? Bin ich gespannt. Machen wir Tassen? Ja, jetzt nicht ganz so schöne, aber klar, nehmen wir Tassen. Nehmen wir unschöne. Also Milch brauchen wir gar nicht, oder? Doch, doch. Warum? Weil ich musste ja die Milch holen. Ich war schon mal hier und musste noch mal die Milch holen. Sei doch nicht so. Ja, klar. Doch, bitte. Ja, mit Milch. Mit viel Milchschaum. Da haben wir hier als Milchkännchen unser Mokka-Kännchen. Dann könntest du mal, wo ist denn die Milch? Nehmen Sie hier, feinste bayerische Bergader Almmilch. Von dieser Kuh kommt die Milch? Ah, bestimmt. Der Rest ist einfach Schaum. Na, bin ich gespannt. Jetzt brauchen wir hier erst einmal Kaffee. Wir machen jetzt nicht mehr Kaffee, wir zelebrieren jetzt Kaffee machen. So machen wir jetzt immer Kaffee. Also einige von uns. Ja, du. Ja, aber wenn du früh aufstehst, dann darfst du auch allein. Ich stehe aber gar nicht früh auf. Mhm. Leider schlafe ich auf der Seite von der Kaffeemaschine. Mhm. Jetzt, das ist er satt. Da kommt er. Kommt er? Ja. Yes. Cool. Und das war jetzt so lange. Sollen wir das machen? Nichts mehr kommt. Warte, schaut aus. Wie tief schwarzer Kaffee. Es riecht sogar noch Kaffee.
Sehr schön. Also ist immer mehr, gell? Haben die irgendwas geschrieben, wie viele Löffel Kaffee man da reinmachen soll? Nee. Das ist schön. Aber es würde dann einen burbling Sound geben, wenn kein Kaffee mehr kommt. Ja, ich könnte es mal schauen hier. Sehr gut. Oh, wie geil! Da haben wir gleich einen Milchschäumer auch dabei. Ja, geil, oder? Dann kann ich das zudrehen, oder? So, zudrehen. Zeig mal den Zuschauern den Schaum. Sehr schön. Sollen wir erst Milchschaum rein tun? Ein bisschen was von Milchschaum. Ja, wie geil, oder? Der hält uns fit heute Nacht. Kirsten ist so freundlich und macht dann gleich mal die Düse sauber. Weil das soll man ja immer machen, gell? Ja, aber das ist sonst auch bei der Kaffeemaschine. Ja. Aber, so ein schönes Ding. Was sagst du? Sehr schön. Zu meinem Geburtstagsgeschenk. So formschön und ich krieg jetzt immer Kaffee. Wir probieren es einmal. Heiß, stark. Geil. Bei der Menge Kaffee, die du da reingemacht hast. Du willst ja noch Fußball schauen. Die Milchschaum, super geil, oder? Sehr geil, sehr Zeig lecker. Mir nochmal. Wie soll ich das zeigen? Ja, so heiß, ja. Über Kamera schütten. Muss ich wieder den Dreck aufbauen. Ja, warte, das können wir so machen. Oder? Ah, schon geil, oder? Ja. Sehr schön. Sehr schön. Da ist die Kamera da drüben. Ja, jetzt gehen wir wieder auf uns. Auch sehr schön. Also, das war jetzt die La Sorrentina Atomic Style Coffee Maker. Italienisches Design, direkt über China nach Australien, wieder zurück nach Deutschland. Taiwan. Taiwan. Wir werden große Teile gemacht. Die Griffe sind aus Bakelit, wer das noch kennt, die heute Telefone da, die mit diesen riesen Gabeln. Das war auch Bakelit, so ein bisschen ein härterer Kunststoff. Und ansonsten, das gefällt mir gut. Sicher auch schön, wenn man das draußen macht, auf so einem Gaskocher. Ja, da muss er aber schnell wieder wegräumen, dass die dann nachher. Ja, das in einer Sicht ist fort. In Deutschland nicht zu kriegen. Ich habe es also versucht, gell? Ja, du hast lange geguckt. Ich habe geguckt und geguckt und geguckt. Dann habe ich es auf einer australischen Auktionsplattform gesehen, die heißt Etsy, und habe die gekauft mit irgendwie 40 Euro Versandkosten. Und wir waren schon sehr skeptisch. Kommt das? Klappt das? Ist das Geld fort? Und ja, das war mit das PayPal, das war schon ziemlich sicher. Das war nach einer Woche, war es in Deutschland beim Zoll, wurde also mit der australischen Post, mit ospost.com verschickt. Dann ist ein bisschen beim Zoll rumgelegen. Du hast aber ständig Benachrichtigungen gekriegt. Ich habe immer nachgeschaut, Benachrichtigungen. Und auf einmal stand dort, dass es in der Departure Base ist. Und dann konnte man bei DHL nachschauen, die mit ihnen zusammenarbeiten. Und hat dann da gesehen, wann es kommt. Und als dann heute da stand, sie wird zugestellt, gell? Ja. Waren wir außer uns. Aus dem Häuschen und rein ins Womo. Also, hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht mit dem ganzen Schlag. Ach, Chin-chin. Großartig. Bialetti zu verkaufen.
Die gehen wir raus, oder? Ja. Jetzt gehen wir zurück. Jetzt gehen wir du vor. Ja, besser. ja, Happy Birthday to me, vielen Dank. Ja, vielen bitte. Für mich, hast du dir schön bestellt gemacht. Ich habe dir gesagt, dann kauf sie dir zum Geburtstag. Genau. Und ja, also wenn ihr noch mehr über das Ding wissen wollt, sagt Bescheid. Vielleicht kann ich euch dann nochmal meine geheime Quelle verraten. Machen wir das? Ja, machen wir. Und ansonsten hoffen wir, das Video hat euch Spaß gemacht. Ja, uns macht die Maschine bestimmt viel Spaß. Werdet ihr noch öfter sehen. Ja, Daumen hoch, netter Kommentar. Hier abonnieren oder drüben bei wir sind hier bei Camp ist noch Grill. Besser. Ja, heute sind wir bei Camp Grill. Bei Barbecue und Bierlach. Bei Camp weil wir Trend geht eindeutig zu zwei Kanälen. Und ansonsten, ja, macht es gut. Ciao, Servus und wir genießen jetzt den Kaffee. Müssen warten, bis die Maschine abkühlt. Oder? Ja, ja, jemand muss sie ja dann auch wieder sauber machen. Naja, einer könnte sie dann sauber machen. Also Mann sollte sie dann sauber machen. Dafür sorgen, dass sie sauber wird, genau. Oder? Also, macht es gut. Ciao, Servus, pfiat euch. Was sagt man bei euch daran? Tschüss. Berlin eigentlich. Tschüss. Tschüss mit Öss. Ja, pfiat euch, sagt man hier. Sagt man in Berlin.